Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir werden uns jetzt vielleicht wieder mit Damien treffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er mit uns vorhat. Aber wir werden es rausfinden. Komm, hau ab hier. Wie verletzt? Ah, jetzt mach mal einen ruhigen. Wenn der so im Weg steht. Meine Güte. Egal. Wir werden uns auf jeden Fall mit Damien treffen. Weil der Hinweise auf den Hacker hat, der damals den Melo-Job durcheinander gebracht hat. Aber ich werde jetzt auch mal ein paar CTOS-Netzwerke mehr freischalten. Weil wir werden wahrscheinlich auch zukünftig in weitere Gebiete vordringen. Und da wäre es natürlich praktisch, wenn wir das CTOS unter unserer Kontrolle haben. So. Die Sache ist jetzt. Gut, wahrscheinlich, wenn es missionabhängig wäre, würde uns das Spiel wahrscheinlich sagen, du musst den und den, das und das CTOS-System noch hacken. Aber ganz interessant wäre es wahrscheinlich trotzdem. Machen wir es oder machen wir einfach die Story weiter? Na komm. Das hier liegt ja auf dem Weg zur Story. Nehmen wir das gerade mit. Vollgas! Ich glaube, so langsam habe ich das Handling von den Autos so ein bisschen drauf wieder. Aber es ist teilweise halt echt nervig und anstrengend. Weil die sich teilweise echt so rotzig steuern lassen. Aber ich komme gut durch. So, die paar hundert Meter. Ach, es wäre so viel entspannter, wenn ich einfach Musik laufen lassen könnte. Aber es geht ja nicht. Ich habe ja keine Lust, gebannt zu werden. Wenn mein YouTube-Account gesperrt wäre, das wäre nicht so schön. Ja, gut geparkt. So. Hallo Türmchen. Zu dir will ich. Wie komme ich zu dir hoch? Ah, ich sehe schon auf der anderen Seite. Ich hätte einfach nur gerade auslatschen müssen. Macht ihr das eigentlich auch so in eurer Freizeit? Einfach mal so mit euren Beinen so ein paar Straßenlaternen rumkicken? Na, wen haben wir hier so? Wuchs in Pflegefamilie auf, Alter 39, Alter 26, Amateurastronomen. Verbrecherkonvoi. Ah, verlockend. Gibt's immer so viel Action dabei. Aber erstmal das hier. So, ich brauche eine Kamera. Oder irgendwas anderes, was ich hacken kann. Hier muss es doch was geben. So, Folge der Leitung. Hey. Ah, guck mal. Gabelstapler bringt mir jetzt auch nichts. Oder? Ah, doch. So, entriegel mir mal die Tür. Hallöchen. So, jetzt muss ich da runter. Oder muss ich hier hoch? Ah, da komme ich nicht hoch. Okay. Ach so, hier ist es doch schon. Hallöchen. Und auch dieses Viertel gehört mir.
Neues Versteck, neue Untersuchungshinweise, neue Sammelobjekte. Skillpunkte. Wie viele habe ich aktuell? 7. Was können wir denn Schönes machen? Schauen wir mal in den Kampf. Pistolenexperte, erhöht die Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen. Bringt mir so nichts, aber wenn ich dann weiter gucke, Automatikexperte zum Beispiel. Höhere Genauigkeit beim Einsatz aller Automatikwaffen. Erhöhter Fahrzeugschaden mit Schrotflinten. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das brauche ich halt vorher. Scharfschütze, ruhigeres Ziel mit Scharfschützengewehren. Auch nicht schlecht. Reduziert durch Explosionen erlittenen Schaden drastisch. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit erhöhen ist natürlich auch nicht schlecht. Pyrotechniker, erhöht die Tragekapazität. Nochmal. Sie können Vollstrecker im Kampf niederschlagen. Boah. Auch nicht schlecht. Sicher sehr, sehr nützlich. Durch den Fokus wird die Zeit verlangsamt. Sehr praktisch. Das ist auch praktisch. Die zwei wären eigentlich super. Fokus und dass weniger entdeckt werden. Was ist das? Füllt ihren Fokus bei kritischer Gesundheit. Ja gut, am besten Fall hätte ich einfach keine kritische Gesundheit. Das wäre mir ganz gelegen. Aber gut. So. Haben wir das erledigt? Geht's weiter. Wo ist mein Auto? Es liegt doch irgendwo hier unten noch im Graben. Hey, das ist ein anderes Pärchen als vorher. Ist das irgendwie so ein Treffort? So ein Treffpunkt für Pärchen. Zum Knuddeln. An der Straße, in der Öffentlichkeit. Warum auch nicht? So, Verbrecherkonvoi. Komm, das nehmen wir auch noch mit. Hallo. Der Kerl ist außer Kontrolle. Wenn ich ihn nicht aufhalte, wird er viele Menschen verletzen. Er glaubt nicht, dass er in den Knast kommt. Ich zeig ihm mal, wie falsch er liegt. Ja, der kommt nämlich nicht nur in den Knast. Hoppala. Oh. Ich muss den Typen, den es betrifft, niederschlagen. Ich darf ihn nicht mal töten. So. Wollen wir mal. Viele Fahrzeuge im Weg, das ist sehr praktisch für mich. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Ja, irgendein Vollidiot ballert hier rum. Schickt die Cops! Oh Gott, Sprengstoff! Da habe ich zu spät reagiert. Mau. Oh Gott. Nächster Versuch. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Die Polizei schicken. Bin doch schon über alle Berge. So, probieren wir es nochmal. Hoffentlich kriege ich diesmal keinen Sprengstoff ab. Oh Gott!
So viele Zivilisten, ey. Gar nicht cool. Tot. Tot. Auch tot. So, ich brauche nur noch den. Der will nicht abhauen. Servus! Geil! Das lief doch sauber. Hallöchen, Hallöchen. Sau, mit Helm und allem. Die wussten auch, was sie sich einlassen. Ihr habt hübsche Autos, muss ich ja echt sagen. Aber sind jetzt ein bisschen zerschossen, deswegen für mich nicht interessant. Der ist auch schön. Den nehme ich mal. Ey, die Autos und ihre Lenkung, ne? Na, egal. So, was haben wir noch so? Gangversteck, Skillpunkt. Fixerauftrag, Bargeld. Ja. Guck mal da. Erinnerung. Dieser Ort löst bei Aiden Pierce eine auffühlende Erinnerung aus. Rückblende. Cool. Will sehen. Ey, guck mal. Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, die ist nicht mal tot, aber... Naja. Hui! Oh, wir sind wieder beim Friedhof. Na, super. Alter. Ich glaube, ich bleib doch bei langsamen Autos. Die sind besser zu lenken. So, schauen wir uns doch eine Erinnerung an. Am Grab von Lena Pierce. Kennen wir die nicht schon? Die wurde uns doch schon storybedingt gezeigt. Warum sollen wir die uns nochmal angucken? Das war jetzt sinnlos. Aber naja. Wenn dazu ist. So. Sammelbares. Nee, das sind so Minispiele, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, wir machen jetzt mal mit der Story weiter. Aus dem Weg. Darum, sagt er. Dann fahren wir darum. In Rossi Freeman hat Bürgermeister Rushmore diese in einem Statement verurteilt und die Gründung einer Taskforce angekündigt, die die Vorfälle untersuchen soll. Viele Einwohner von The Wards halten die Taskforce für eine PR-Veranstaltung, die nichts erreichen wird. Das ist gut möglich. Sagen, man kümmere sich um das Problem mit einer angeblichen Taskforce, dann ändert sich nichts, aber ey. Irgendwie muss man ja Wählerstimmen gewinnen. Was in diesem System hier sowieso keinen Sinn mehr macht, weil die Wählerstimmen wahrscheinlich eh digital abgegeben werden. Heißt, das hackt man mal eben schnell und alles gut. Hui! Ups.
So. Halt durch, Junge. Erschreck mich doch nicht so. Doch. Das ist kein Spielplatz, ja? Ist dir gut, Kumpel? Für mich ist die ganze Stadt ein Spielplatz. Was gibt's Neues bei dir? So, schauen wir mal. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesorgt, zu gefährlich. Treffen Sie Damien auf dem Platz. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Was für ein Hurensohn. Hey, Damien, was machst du denn? Warum geht der denn jetzt auf meine Family los? Ich meine, ich habe sein Angebot abgelehnt, aber sonst? Wegen sowas gleich so ausrasten? Na, wart ab. Das wird er bereuen. Das wird er absolut bereuen. Er spielt mit mir. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er nur bei Nicky? Er tut ihm nichts. Ach, scheiße. Ich bring ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzubringen. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angreift. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Ah, ja. Da hat er sich definitiv mit dem Falschen angelegt. Wobei ich mich gerade frage, ob hier nicht Aidens Schwächen gerade ausgespielt werden. Sind sie? Verschwendung, all das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Nicky, wo bist du? Nicky! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sähe ja alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Nicky. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nicky. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nicky sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner.
ist Jax. Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, scheiße. Jemand verfolgt ihn. Nicht mehr lange, dafür sorge ich. Da bist du ja. Ich mach mir Sorgen. Diese DedSec-Hex von dir, kann ich damit den Zug steuern? Den Zug? Ja, aber... Ich brauche das jetzt. Wie mache ich das? Ist gesperrt. Warte, ich schick dir was. Ein Zero-Day-Exploit. Die Züge erkennen den Hack nicht, aber er funktioniert nur einmal. Dann schick's mir. Geschickt. Was ist passiert, Aiden? Ich hab keine Zeit. Triff mich später im Owl-Motel, okay? Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Typen. Jetzt hat's Damien zu weit getrieben. Alle, die da jetzt mit drin stecken, ich werde sie alle umbringen. Check jedes Auto, das Kind ist hier irgendwo. Das hat Zeit gemacht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halt. Der Zug, verdammt, scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los. So, schön noch einen mitgenommen. Ja, legt euch nie mit einem Hacker an, ihr Idioten. Was? Scheiße. Fuck. Nein, nicht nachladen. Scheiße, ey. Ich hätte das... Mann! Okay, das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halte durch. Der Zug, verdammt, scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los! Ich muss ja weg. Raus hier. Verdammt, spring an! Spring an! Scheiße. Boah, das Auto. Muss ich halt mehr mit den Hexen arbeiten. Ach, scheiße, so wird das nix. Jetzt aber schnell. Fickt euch. Fahr in seinen Wagen. Alter, die Steuerung ist so scheiße von diesen Autos. Bam. Ach, als ob. Als ob der da einfach gemütlich durchfährt. Schalt ihn aus. Zack. Und jetzt weg hier. Scheiße. Fahrzeug im Arsch. Ey, mein ganzer Ruf ist im Arsch, ne? Da, Rente. Das auch down. Und jetzt du noch. Erledigt. Oh, ich nehme deren Auto. Wird wahrscheinlich besser sein. Und jetzt weg hier, Leute. Meine Fresse, ey. Ganzer Ruf im Arsch. Wegen dieser behinderten Fahrzeugsteuerung, ey.
So, wir machen jetzt was, was man niemals nachmachen sollte. Über die Gleise hüpfen. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Hey! Hallo, mein Schatz. Was ist, Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Okay. Los geht's. Jetzt müsste wahrscheinlich noch mal ein Anruf kommen. Oder? Doch nicht? Okay. Ah, ich frage mich, ob das so eine gute Idee war, Jax wegzugeben. Ich meine, irgendwie haben die Typen ihn ja auch im Zug geortet. Also von dem her. Ob der da so sicher ist? Ich weiß es nicht. Aber gut. Für uns reicht's heute erstmal. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an Damien ran? Und wie kriegen wir Nicky wieder raus? Das seht ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel. Adios.